Was geht ab? Wenn ihr mit diesen Menschen mal zu tun hattet, mit diesen Narzissten zu tun hattet, habt ihr das vielleicht mal gemerkt, gesehen, erlebt, ne? Das, wie du es willst. Schon warm, deswegen muss ich mir die Scheiße hier gerade ausziehen. Gerade auch so ein bisschen Kopfschmerzen, aber egal. Komplett verspannt. Egal. Narzissten und ihre Einschüchterungstaktiken. Vielleicht habt ihr das mal erlebt, dass diese Narzissten mit ihren Einschüchterungstaktiken kommen. Das heißt, wenn mal was nicht so läuft, wie die es sich vorstellen, dann kommen die und wollen dir Angst machen. Deine Eltern dann: Oh, ich mach dies mit dir, ich mach das mit dir, du wirst bestraft und so ein Scheiß halt. Für die geringsten Dinge, nur weil du gerade mal nicht das tun willst, was die von dir verlangen. Nur weil du dem Programm gerade mal nicht folgst, weil du ihr Ego gerade nicht fütterst. Auf einmal kommen die: Du bist so ein undankbares Kind. Und cursen dich da komplett aus, die schimpfen dich da komplett aus, nur weil du gerade ihr fragiles Selbst nicht unterstützt. Schon das gerade. Keine Ahnung, egal. Und dann kommen die mit ihren Einschüchterungstaktiken. Narzissten kommen immer mit Einschüchterungstaktiken, mit ihren Einschüchterungstaktiken, wenn mal was nicht so läuft, wie die wollen. Und damit, das ist ja auch so eine Kontrolltaktik. Die können dich ja nur kontrollieren, wenn du Angst vor denen hast. Also nicht nur, aber das ist auf jeden Fall einer ihrer beliebtesten Wege, indem sie dir immer Angst machen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du keine Angst mehr vor dem Narzissten hast, dann bringen auch diese ganzen Einschüchterungstaktiken nichts mehr. Dann, wenn die dann so kommen: Ah, gell, ich habe alles falsch gemacht, und schreien dich da an und: gell, ich kann nichts richtig machen. Wenn du denen mal so sagst, beispielsweise, dann kommen auch Einschüchterungstaktiken, wenn du denen ihre Fehler vor die Nase hältst. So: Ey, weißt du, du hast mich da und da verletzt, so lass mal darüber reden. Oh, gell, ich mache immer alles falsch. Und schreien dich da komplett an, um dir Angst zu machen. Ist nur eine Einschüchterungstaktik. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du keine Angst mehr zeigst, auf einmal hat der Narzisst Angst vor dir. Und ich sage jetzt nicht, du sollst dem Narzissten Angst machen. Ich sage einfach nur so, wie es ist. Narzissten bekommen Angst vor dir, wenn du keine Angst mehr vor denen hast. Denn der Narzisst hat mehr Angst vor dir, als du vor ihm. Deswegen kommen sie und wollen dir Angst machen, damit du jetzt mehr Angst vor denen hast, als die vor dir. Das ist crazy, aber so ist es schon, ihr habt es verstanden. Narzissten haben mehr Angst, ich sag's noch einmal, vor dir, als du vor denen. Nur manchmal scheint es vielleicht so, wie als hättest du mehr Angst vor denen als die vor dir, weil die mit ihren Einschüchterungstaktiken kommen. Aber es ist alles nur ein Manipulationsspiel, damit du mehr Angst vor denen bekommst. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das ist jetzt, ihr braucht dieses Critical Thinking, ihr braucht diese die stabile Denkweise, weil das ist jetzt kein Video für Menschen, die zu simple-minded sind: Oh, ich verstehe nicht, was du sagst, oh, ich habe das gerade jetzt nicht verstanden. Dann ist es zu komplex für dich. Ich sage jetzt nicht: Oh, du bist dumm oder sonst irgendwas. Nein, aber schalt mal deinen Krebs ein. Dann ist das jetzt vielleicht, war das jetzt vielleicht ein bisschen zu komplex für dich. Aber ich kann es nicht noch einfacher sagen. Ich kann es nicht noch einfacher sagen. Narzissten haben mehr Angst vor uns, als wir vor denen. Deswegen kommen die mit Einschüchterungstaktiken, damit wir dann mehr Angst vor denen haben. Damit die wieder die Kraft über uns haben. Damit die wieder die Power über uns haben. Damit die uns wieder kontrollieren können. Damit die uns wieder im Griff haben. Deswegen kommen die mit ihren Einschüchterungstaktiken. Narzissten kommen immer mit ihren Einschüchterungstaktiken, nur weil sie dann wieder Kontrolle erlangen wollen. Und dann kommen deine Eltern beispielsweise, ja, und machen dir dann Angst: Oh, ich nehme dir das weg, ich nehme dir das weg, ja, ich mach das, ich mach dies und ich zeig dir hier und ich ohrfeige dich und ich schlag dir den Arsch oder was weiß ich und drohen dir mit Schläge oder sonst irgendwas. Sowas machen halt weiche Menschen, ganz ehrlich, sowas machen Loser. Die müssen hingehen und müssen andere Menschen einschüchtern. Sowas machen diese fragilen Menschen. Die müssen hingehen und Menschen einschüchtern, weil sie denken, nur so erlangen die Kontrolle. So machen es ja auch diese ganzen Politiker und was weiß ich alles, arbeiten immer mit Angst. Denn Angst bildet Kontrolle oder Angst führt zu Kontrolle. Denn wenn du schaffst, einem Menschen Angst zu machen,
dann kannst du diesen Menschen auch schön kontrollieren, was auch diese Pandemie gezeigt hat. Und genau so sind diese Narzissten. Die kommen und machen dir dann Angst. Oh, ich werde deinen Ruf zerstören. Oh, ich mach dies. Oh, ich erzähle jetzt allen Leuten, wie du bist. Oh, ich mach jetzt das. Oh, und drohen dir mit diesen ganzen Dingen. Oder wie gesagt, die schreien dich einfach die ganze Zeit nur an. Und ohrfeigen dich dann vielleicht auch und schüchtern dich damit ein. So sind manche Eltern, so sind manche Beziehungspartner oder Partnerinnen. Wenn es mal nicht so läuft, wie die wollen, auf einmal kommen die und ohrfeigen dich einfach. Denkst du, ey, was soll das hier? Wenn das so ist, ganz ehrlich, ich sag's jetzt jedem, wenn der Mann dich ohrfeigt, nimm die Beine in die Hand und verpiss dich. Wenn deine Frau dich ohrfeigt, genau dasselbe Spiel. Es sollte schon gar nicht dazu kommen. Beide Parteien. Es sollte gar nicht so weit kommen. Wenn es schon so weit gekommen ist, ab jetzt, wo du es weißt, nimm die Beine in die Hand und geh. Das ist das Allerletzte. Man sollte sich untereinander nicht schlagen. In einer Beziehung, in der Familie oder sonst irgendwas. Ich weiß später, ich werde meine Kinder niemals schlagen. Und jetzt kommen irgendwelche Eltern. Ja, aber es gibt Kinder, die sind so respektlos, die sind dies, die sind das. Ganz ehrlich, es gibt keine respektlosen Kinder, es gibt einfach nur Eltern, die ihre Kinder nicht im Griff haben. Es gibt einfach nur schlechte Eltern. Das habe ich immer erlebt, die ihre Kinder nicht richtig disziplinieren können. Und disziplinieren musst du nicht durch Schläge. Wenn du es nur so kannst, ganz ehrlich, du bist weak. Du bist weich, du bist fragil, du bist kaputt im Kopf, wenn du es nur mit Schlägen kannst. Wenn du dich nur mit Schlägen äußern kannst, ausdrücken kannst. Das ist sehr weich. Ganz ehrlich, man kann sich auch durch Worte dominant zeigen. Man kann auch Dominanz zeigen nur durch Worte und durch Taten. Kannst du sagen beispielsweise, ey, mach das noch einmal und wir kriegen ein Problem. Und dann macht dein Sohn, deine Tochter das noch einmal und dann nimmst du die auf die Seite und sagst, ey, du hast es jetzt noch einmal gemacht, jetzt kommt das Problem. Pass auf, wir haben jetzt mal ein Gespräch. Ein uncomfortable Gespräch, ein unkomfortables Gespräch. Ey, warum bist du so? Warum machst du diesen ganzen Scheiß? Und dann ist Real Talk. Ganz ehrlich, so erreichst du viel mehr Menschen, wenn du Real Talk mit denen führst, mit deinen Kindern. So erreichst du die viel mehr. Was ist falsch mit dir? Und fragst die mal, warum die so aufmüpfig sind. Warum die ganze Zeit so viel Aufmerksamkeit brauchen. Warum die ganze Zeit dir so viele Kopfschmerzen oder sonst was. Und glaub mir, oftmals wirst du so mehr ans Ziel kommen, als wenn du sie ohrfeigst und sie dann so mit disziplinieren willst. Aber Narzissten sind so, die denken nicht so weit, warte mal, somit erreiche ich meinen Sohn nicht wirklich oder meine Tochter nicht wirklich, ich muss mit denen reden, ich muss mich mit denen kommunikativ auseinandersetzen, muss über das Problem kommunizieren. So, Kommunikation bringt dich öfters ans Ziel, anstatt nur Dominanzzeigerei durch Schläge. Dominanz kannst du zeigen nur durch deine Taten und durch deine Worte. Aber Dominanz kannst du niemals erlangen, wenn du nur das mit Schreierei und Schläge und wie diese narzisstischen Eltern und generell das machen. Ich sage jetzt extra, ich bleibe jetzt extra bei den Eltern, damit ich nicht so viele Beispiele mache. Es ist überall dasselbe. Ich habe eben auch das Beispiel gemacht in Partnerschaften. In der Liebe. Und genauso ist es bei Freunden. Es ist überall dasselbe. Wenn die sich nur so behaupten können, indem sie dich schlagen, habe ich auch mit Freunden erlebt. Die dann so ihre Dominanz zeigen mussten. Wo ich dann gesagt habe, ey, mach das noch einmal und wir kriegen ein Problem. Und das hat denen dann natürlich nicht gefallen. Dann wurden die immer lauter und immer lauter. Dann habe ich mich immer mehr und mehr distanziert. Immer mehr und mehr mein Ding gemacht. Bis ich mich irgendwann komplett distanziert habe und gemerkt habe, warte mal, es war noch nie ein richtiger Freund. To begin with. Ja, von Anfang an schon nicht. Das musste ich dann checken, dass das keine Freundschaft ist, wenn man nur mit Händen redet. Wer mit Händen redet, der ist schwach. Wenn du nur mit deinen Händen reden kannst, du bist schwach. Wenn du nicht dich so artikulieren kannst, so ausdrücken kannst, mit deinen Worten, dass die Leute dich verstehen. Nein, du musst nur kannst nur mit deinen Händen reden, so das. Das ist weich, das ist weak, ganz ehrlich, das ist schwach, das ist ein schwaches Verhalten, wenn du so bist, das ist sehr schwach, das ist super weak und dafür habe ich keinen Respekt auf jeden Fall vor all diesen Eltern, die so sind, die so ihre Kinder disziplinieren, so, deswegen ist nicht ohne Grund, dass heutzutage auch
Eltern ihre Kinder nicht mehr schlagen dürfen, dass man das als Missbrauch ansieht. Ja? Und ich sehe es als, auch als Missbrauch, wenn du deine Kinder schlägst. Und ich verstehe, es gibt respektlose Kinder, aber dann ist es auch deine Schuld, weil du es so zugelassen hast. Und das sehe ich auch immer. Dann gibt es diese tollen Eltern, die dann sagen: Ja, aber du verstehst mich nicht, Soul Channel. Mein Kind ist so respektlos und manchmal muss ich dem den Arsch kloppen. Und manchmal muss ich denen einfach eine Ohrfeige geben, manchmal muss ich dies und manchmal muss ich das. Okay, tu es. Aber so wirst du dein Kind niemals erreichen. Denn das ist wie das Tier im Käfig. Wenn du ein Tier die ganze Zeit im Käfig hältst und das die ganze Zeit prügelst, irgendwann, wenn der Käfig aufgeht, das Tier wird dich zerfleischen. Und genauso ist es mit deinen Kindern. Wenn die die ganze Zeit nur Prügel kennen, nur Ohrfeigen kennen und nur Schreierei kennen, genau dasselbe werden die dir zurückgeben. Genau dasselbe. Und irgendwann wollen die vielleicht gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber wenn du denen Liebe gibst, Verständnis gibst, mit denen offen kommunizierst und sagst: Ey, Sohn, hör mal zu. Mach das noch einmal und wir kriegen ein Problem. Und dann machen die es noch einmal und dann nimmst du die auf die Seite und sagst: Ey, was ist dein scheiß Problem? Warum bist du so? Denkst du, das ist cool, so zu sein? Denkst du, du kommst so durchs Leben? Mit so einem Gespräch, wenn du denen in den Verstand redest, deinem Kind, deinem Sohn, deiner Tochter ins Verstand, in den Verstand redest und sagst: Ey, was machst du hier für einen Scheiß? Was denkst du, wer du hier bist? Du bist das Kind, ich bin Oberhaupt, ich bin dein Vater, ich bin deine Mutter. Du hast Respekt zu haben. Und wenn du keinen Respekt hast, wird niemand dich respektieren. Wenn du so mit deinem Kind kommunizierst, ich garantiere dir, vielleicht nicht in jedem Fall, ist keine komplette hundertprozentige Garantie, aber ich gebe trotzdem die Garantie, sag's trotzdem, wirst du öfters auf jeden Fall deine Kinder erreichen, weil das brauchen deine Kinder. Das wollen deine Kinder, dass du dann mal mit denen offen kommunizierst, wenn die schon so aufmüpfig kommen, so respektlos kommen. Das heißt nur: Ey, du liebst mich nicht wirklich, du zeigst mir keine Liebe. Das zeigt dir dein Kind nur. Das sehe ich dann jedes Mal, wenn ich so ein Problemkind sehe. Ich sehe nur: Alter, das Kind wird nicht genug geliebt. Das Kind kriegt keine Aufmerksamkeit anscheinend von den Eltern. Die Eltern können nicht richtig mit Kindern umgehen oder sonst was. Das sehe ich oft. Und ich bläme jetzt hier nicht alles auf die Eltern. Ich weiß, es gibt Problemkinder. Aber es wird kein Problemkind geboren. Problemkinder werden gemacht. Das ist einfach da. Es kommt kein Kind auf die Welt und ist schon von Geburt auf ein Problemkind. Eins quengelt mal mehr, das andere quengelt mal weniger. Ja, I get it. Aber es gibt kein böses Kind. Es wird kein böses Kind geboren. Böse Kinder werden gemacht durch das Leben. Durch die Erfahrungen, die das Kind macht. Und wenn das Kind dann die ganze Zeit nur diese Erfahrungen macht, oh, meine Eltern kommen nur mit diesen Einschüchterungstaktiken, was weiß ich alles, ja, irgendwann baut dieses Kind dann auch so eine Scheißegal-Einstellung auf. Wo sich dann denkt: Weißt du was? Ich kriege hier eh die ganze Zeit nur Aufregung, ich mache eh alles nur falsch, also, und kriege hier nur vermittelt, dass ich der Fehler bin, also, dann bin ich halt der Fehler. Und dann werde ich immer mehr zum Problem gehen, dann werde ich immer lauter. Das Kind schreit nur nach Liebe da in diesem Problem da, in diesem Szenario. Das ist nur ein Hilfeschrei, weißt du, was dein Kind macht. Ich weiß nicht, für wen jetzt das Video ist. Vielleicht hat das dir auch als Elternteil die Augen geöffnet. Und denkst: Oh, ich habe so ein Problem, Kind. Nein, dein Kind schreit einfach nur nach Anerkennung und Liebe und Wärme, wenn das so kommt, die ganze Zeit dir Probleme bereitet und ein Problemschüler ist und sonst was, ein Problemkind ist. Wie gesagt, es gibt keine Problemkinder. Es gibt nur: Sorry, don't shoot at me, I'm only the messenger. Es gibt nur schlechte Eltern. Ganz ehrlich. Das ist wie gesagt so ein Hundebesitzer, der scheiße mit seinem Hund umgeht. Und der Hund ist die ganze Zeit nur am Bellen, weil er den Hund nicht richtig unter Kontrolle hat. Und es geht jetzt nicht um Kontrolle hier, dass du deine Kinder kontrollieren sollst. Nein, du sollst sie aber im Griff haben. Wenn du deine Kinder nicht im Griff hast, dann machst du was falsch. Du hast sie auf die Welt gesetzt. Deine Kinder sind dir einen Scheiß wert, Scheiß schuldig. Du bist deinen Kindern schuldig. Du hast eine Schuld bei deinen Kindern. Deine Kinder haben keine Schuld bei dir. Deine Kinder sind dir nichts schuldig. Du musst für deine Kinder sorgen. Du musst deine Kinder richtig erziehen. Auch wenn das ein hässliches Wort manchmal ist, aber trotzdem ist irgendwo schon eine Richtigkeit dahinter. Du musst deinen Kindern eine richtige Werte vermitteln. Wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du was verbockt. Und dann liegt es jetzt nur an dir, das wieder gerade zu biegen. Deine Kinder sind es dir nicht schuldig, das
gerade zu biegen, oh Mama, ich sehe, du struggles hier und du ohrfeigst mich immer, wenn mal was nicht nach deiner Pfeife tanzt. Ich glaube, du solltest mal mehr mit deinen Emotionen da arbeiten und sonst was, dass du deine Impulsivität im Griff hast und sowas. Dein Kind ist dir das nicht schuldig, dass dir das sagen muss. Sei stolz darauf, wenn dein Kind so kommt und dir das sagt. Ey, ich glaube, du solltest mal mit deiner Impulsivität da arbeiten, solltest mal daran arbeiten. Sei stolz darauf, wenn dein Kind so kommt, ganz ehrlich. Und hab dann keine Ego-Probleme. Oh, ich bin deine Mutter, ich sage, wo lang es geht und bla bla. Es gibt aber diese Eltern, die denken, die stehen über alles. Ja? Und können nicht auf Augenhöhe mit ihren Kindern reden. Auf einer verständnisvollen Ebene. Und das finde ich sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Und ich habe es oftmals gesehen, diese Problemkinder. Auf einmal komischerweise, ich rede mit denen, ich öffne mich denen, die öffnen sich bei mir. Auf einmal sind die keine Problemkinder, auf einmal sind die komplett cool, auf einmal sind die komplett ruhig, weil man jemand die versteht, weil man jemand mit denen spricht und nicht die behandelt, wie als wären die nur ein Problem. Weil die Eltern dann da rumgehen, oh, mein Sohn ist voll das Problem, dödödö. Auf einmal behandelt jeder Freund von den Eltern dich wie ein Problem. Und dann denkst du, oh, ich bin ein Problem. Und dann wirst du immer mehr zu einem Problem. Und sagst, okay, meine Eltern sagen, ich bin ein Problem. Die Freunde von meinen Eltern sagen, ich bin ein Problem. Meine Oma sagt, ich bin ein Problem. Meine Eltern gehen da die ganze Zeit. Weil das machen diese Narzissten dann. Sogar bei den eigenen Kindern. Gehen da rum, gehen bei die Oma. Oh, meine Kinder, dies, das. Und beschweren sich über die Kinder. Über die eigenen Kinder. Beschweren sie sich. So sind diese toxischen Eltern. Beschweren sich über ihre eigenen Kinder und ziehen ihre Kinder durch den Dreck vor anderen Menschen. Stellen die bloß im Wasser sich. Das machen diese toxischen Eltern. Oh, guck mal, wie böse mein Kind ist. Guck mal dies. Guck mal das. Ja, und ziehen ihre eigenen Kinder durch den Kakao. Das ist crazy. Crazy. Ganz ehrlich, wenn du nur mit Händen reden kannst, ich habe keinen Respekt davor. Wenn ein Mensch nur mit Händen reden kann und nur. Wovor ich auch keinen Respekt habe, ist vor lauten Menschen, die nur rumschreien können. Ja, sobald mal was nicht so läuft, wie die wollen, dann müssen die direkt schreien. Und müssen sich so erkenntlich zeigen. So, oder nicht erkenntlich zeigen, müssen sich so behaupten. Können sich nur so behaupten, indem sie dann da rumschreien. Ich habe keinen Respekt vor sowas. Wenn du nicht stabil reden kannst, ruhig reden kannst, ich habe keinen Respekt vor sowas. Wenn du nur da rumschreien kannst. Und dich nur so zeigen kannst. Ja? Wenn jemand mal dir widerspricht, du wirst dann immer lauter und schreist dann, oh, du bist ein Idiot, du bist dies und beleidigst dann. Weil so sind diese Eltern dann auch. Das Kind widerspricht dann mal, weil das Kind dann auch vielleicht gerade mal dann recht hat. Und das Elternteil merkt das dann. Auf einmal, weil dann Ego im Spiel ist und sonst irgendwas. Ja? Ich helfe euch Eltern sogar gerade noch. Ich helfe euch sogar gerade noch. Mit dem Umgang mit euren Kindern könnt ihr mir jetzt danken, ganz ehrlich. Don't shoot at me, I'm only the messenger. Ganz ehrlich, braucht ihr mich jetzt nicht zu hassen, ich gebe euch schon die Message. Ich zeige euch sogar gerade noch, wie ihr umgehen solltet mit euren Kindern, wenn ihr so Problemkinder habt. Wenn ihr denkt, ihr habt so Problemkinder, ganz ehrlich, kommuniziert offen mit denen. Offen. Offene Kommunikation unter Familie ist essentiell. Wenn man das nicht hat, dann wird ein Kind halt zum Problemkind. Wenn das Kind keinen hat, mit dem es reden kann, geht es auf die Straße, geht es zu falschen Freunden, geht es zu falschen Partnerinnen oder Partnern, weil es keinen richtigen Bezug auch zu seinen Eltern hat. Und so entsteht dann dieser Generationsfluch. Und dann hast du toxische Eltern und dann gehst du von toxischen Eltern zu toxischen Partnern, Partnerinnen, ja, toxischen Freunden, ja, anderen toxischen Familienmitgliedern. Ja. Und so geht das die ganze Zeit rum. Ja. Und um dem Ganzen entgegenzuwirken, musst du jetzt anfangen, auch offener zu kommunizieren. Auch wenn du jetzt aus so einem toxischen Haushalt kommst, du bist jetzt so ein Kind, hast so Eltern. Lerne offen zu kommunizieren. Mit allen anderen Menschen. Mit deinen Eltern ist das vielleicht schon verkackt. Ja, mit denen kannst du vielleicht nicht offen kommunizieren. Mit denen hast du vielleicht schon gar keinen Kontakt mehr. I don't know. I don't know. Ich verstehe dich aber, wenn es so ist. Dann lerne ab jetzt offen zu kommunizieren. Nicht über Wut, irgendwas, irgendwie Dominanz zeigen. Nicht über Hände und Handgreiflichkeit irgendwie Dominanz zeigen. Nur weil du das bei den Eltern so mitbekommen hast. So, dein Vater war dann immer so zu deiner Mutter oder deine Mutter war immer so zu deinem Vater und sowas. Und reden Scheiße hinter
hinterm Rücken und sowas gegenseitig und sowas. Lass das sein. Lass das sein. Nimm nicht diese ganzen falschen Werte auf. Bau dir stabile Werte auf. Deswegen, man kann auch Dominanz zeigen, ohne laut zu werden, ohne handgreiflich zu werden. Und nicht, man kann, man sollte das. Wie, man kann es auch. Deine Taten zeigen dann deine Dominanz. Deine Worte zeigen es dann, ja? Deine Dominanz. Und nicht deine Hände und dein lautes Organ, dass du dann da rumschreist und sowas. Ganz ehrlich, vielleicht wirst du einige damit einschüchtern können, aber was ich auch eben noch sagen wollte, authentische Loyalität wirst du nicht bekommen. Du wirst nur Angst von Menschen bekommen. Diese Angst macht sie vielleicht für eine Zeit lang, schüchtert das sie ein und deswegen folgen die dir dann für eine Zeit, aber richtig loyal sind sie nicht. Weil Menschen, die Angst vor dir haben, die sind nicht wirklich loyal zu dir. Die fürchten dich nur. So, und du hast sie nur mit Furcht kontrolliert. Aber wirklich, deine Anhänger sind es nicht. Deswegen haben auch Narzissten keine echten Freunde. Weil die halt so sind. Die arbeiten mit diesen Taktiken. Deswegen haben die keine echten Menschen um sich herum. Weil die Menschen das wissen. Also diese Menschen arbeiten nur mit Einschüchterungstaktiken. Generell Manipulationstaktiken, generell irgendwelche Manipulationstaktiken, von was auch immer, ja. Können sich nur so behaupten und sowas und denken, sie können sich nur so behaupten. Das ist halt so. Deswegen, wenn du das jetzt weißt, bau dir deine stabilen Werte auf. Sei nicht so ein Mensch. Auch wenn du aus so einem Elternhaus kommst, auch wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, glaub mir, alles ist besser als das. Alles ist, dann bleibst du lieber ruhig und wirst nicht laut und nicht wütend und schreist nicht darum wie so ein Huhn mit abgetrenntem Kopf und sowas, so kopflos schreist du darum. Hör auf damit. Kontrollier deine Emotionen, kontrollier deine Gedanken, kontrollier deine Gefühle. Lass nicht zu, dass sie dich kontrollieren, wie bei diesen Narzissten. Weil diese Narzissten werden kontrolliert von ihren Emotionen, Gedanken und Gefühlen. Deswegen sind sie so, wie sie sind und können das nicht kontrollieren. Denn sie lassen sich von diesen Sachen kontrollieren. Ich hoffe, ihr habt diese Message jetzt verstanden. War auch wieder ein bisschen, ich habe jetzt eigentlich über eine Sache reden wollen, habe jetzt aber über mehrere Sachen jetzt hier auch gesprochen, weil ich gedacht habe, oh, auch für Eltern und sowas kann das sehr, sehr wichtig sein. Weil ich weiß, mir gucken hier auch viele Eltern zu und so und sowas. So, vielleicht konnte ich euch jetzt auch helfen mit der Dynamik mit euren Kindern. Wo ihr jetzt die ganze Zeit gedacht habt, ah, ich habe gar keinen Bezug zu meinen Kindern, ich weiß nicht, was ich tun soll. Immer, ich schreie die immer nur an, aber ich will die doch eigentlich gar nicht anschreien und die haben gar keinen Respekt vor mir. Die ganze Zeit, ich muss die nur anschreien, aber ich will das gar nicht, ich will doch, dass wir eine gute Beziehung haben. Offene Kommunikation, hör mal deinen Kindern zu. Hör auf, die ganze Zeit nur anzuschreien. Hör denen auch mal richtig zu, was die auch mal wollen. Geh auch mal auf deine Kinder zu. Geh auf deine Kinder auch mal ein. Es muss nicht alles nach deiner Pfeife gehen. Deine Kinder haben auch ein Recht zu reden, zu leben, zu sein, so wie sie sein wollen. Deswegen das so in diesem Sinne. Ich weiß jetzt nicht, für wen diese Message war oder ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen auf jeden Fall. So, ja, so sind dann Narzissten, wenn es mal nicht so läuft, wie die wollen. Gerade dann auch diese narzisstischen Eltern werden dann extrem laut, handgreiflich und schüchtern dich ein. Das war das Video zu den Einschüchterungstaktiken. Ich kann gerne mal wieder so ein Video machen, so über dieses Thema, mehr spezifisch auf das Thema, weil ich bin jetzt auch so ein bisschen abgeschweift, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss ich über das reden. Ich finde das gerade jetzt auch wichtiger mit Eltern, weil ich liebe Kinder und ich mag es nicht zu sehen, dass diese ganze Familiengenerationsflucht da ist, dass Oma und Opa haben schon ihre Kinder vernachlässigt. Jetzt sind die Eltern genauso zu ihren Kindern und irgendwann werden die Kinder auch so zu ihren Kindern. Das ist alles so ein Generationsflug. Nur weil man nicht offen miteinander kommuniziert. Und alles muss ja immer so laufen, wie die Älteren das wollen und wie die Jüngeren was wollen. Das zählt nicht. Das ist Bullshit. Man sollte einander verstehen lernen, einander ausreden lassen, einander entgegenkommen. Und nicht so, oh, es läuft nur so, wie ich will und nicht so, wie du willst. Ich bin dein Vater und du musst mir folgen. Das ist so Diktaturscheiß. Das ist so Diktaturscheiß, ganz ehrlich.
Deine Kinder haben auch einen eigenen Kopf, einen eigenen Verstand, den sie verwenden können, verwenden sollten, verwenden dürfen. Deswegen lass denen auch mal ihren Freiraum. Und du wirst merken, sie lassen dir auch deinen. Du wirst merken, wenn du offener kommunizierst, deine Kinder werden auch offener dann mit dir kommunizieren. Wenn du aber die ganze Zeit nur verschlossen bist und nur sagst, alles läuft aber so, wie ich das will, und nur ich habe das Sagen und ich lasse mir nichts sagen und dieser ganze Ego-Shit, deine Kinder werden sich dann denken, okay, gut, meine Eltern sind dann halt so, dann meinte ich halt lieber meine Eltern oder sowas. Mach mehr mein eigenes Ding, weil meine Eltern hören mir eh nicht zu. Meine Eltern gehen eh nicht auf mich ein. Und so entstehen diese Problemkinder, weil sie komplett alleine gelassen werden. Das ist der Breakdown auch, wie Problemkinder entstehen. So. Und warum dann diese Eltern dann so laut werden? Das war der komplette Breakdown. Warum es diese narzisstischen, toxischen Eltern gibt? Sowieso, diese narzisstischen Eltern, die haben schon gar keine Geduld. Das sind super ungeduldige Eltern. Und wenn dann was nicht so läuft, wie die wollen, dann werden die handgreiflich, dann werden die laut, dann verlieren die komplett ihr Composure, ihre Coolness, ihr Calmness, ja. Dann verlieren die komplett ihren Verstand, ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich denke, ich habe das meiste schon gesagt. Ich lasse jetzt einfach mal so hier stehen. Wie gesagt, so. Denkt einfach um, wenn ihr jetzt so eine Partnerin habt oder so einen Partner habt oder so Freunde habt. Denkt dann einfach um. Wenn die dann die ganze Zeit so kommen und werden nur laut und sonst was oder werden sogar handgreiflich oder sonst was, sagt euch das selbst so. Ey, es muss nicht immer so laufen, wie dieser Mensch das will. Und ich muss diesen Menschen auch nicht immer gerecht machen. Sagt euch das selbst. Vielleicht hilft euch das jetzt auch. So, wenn Menschen dann versuchen, handgreiflich zu werden oder sogar handgreiflich werden und laut werden und sonst was, distanziert euch von diesen Menschen und sagt euch dann auch selbst, ich muss es diesen Menschen nicht gerecht machen. Ich soll es auch diesen Menschen gar nicht gerecht machen. Es ist nicht meine Aufgabe, es anderen Menschen gerecht zu machen. Ich muss es mir selbst gerecht machen. Deswegen, ich bin hierher gekommen, um mein Leben zu leben. So, und was andere Menschen von mir verlangen, das ist denen ihre Sache. Ich bin aber hier und verlange selbst Dinge von mir, die ich tun will, die ich tun muss. Deswegen fordere dich selbst heraus. So, und was andere von dir wollen, das ist denen ihr Scheiß, das ist denen ihre Sache. Wichtig ist, was du von dir willst. Deswegen lass dich nicht mehr einschüchtern, lass dich nicht mehr schlagen und was weiß ich alles. Sobald du das dann auch merkst, es kommt zu so einer Auseinandersetzung. Ich gebe euch jetzt noch ein bisschen was. Somit, weil das wichtig ist, dann beende ich dann gleich wirklich das Video. So, sobald du das merkst, es geht in diese Schiene, so in diese Respektlosigkeit, es wird jetzt gleich handgreiflich, es wird jetzt gleich zu einer unnötigen Diskussion und zu einer Schreierei, verlass den Raum. Ganz ehrlich, bei diesen Narzissten und sonst was, verlass den Raum. Beende die Konversation, beende die Diskussion. Am besten ist es, wenn du dich umdrehst und einfach gehst. Du sagst nichts mehr. Drehst dich um und gehst einfach und ignorierst jetzt einfach komplett diese Menschen. Das ist das Beste, was du tun kannst, wenn die so dann, vielleicht hast du das dann jetzt öfters erlebt, die wurden dann handgreiflich zu deinen Eltern oder sonst was oder irgendwer, ja, weil das öfters auch dann gerade bei Eltern ist und sowas, deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen und sowas. Wenn du das dann merken solltest, oh, es geht jetzt wieder in diese toxische Richtung, in diese handgreifliche Verbalmissbrauchsrichtung und diese Anschreierichtung und sowas, verlass lieber den Raum. Lass diese miserablen Menschen in ihrer Miserabilität stehen und geh du dir dann jetzt deinen Weg. In diesem Sinne, peace out. Let's go.